Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit über 2 Jahren leiden und sterben Menschen in der Ukraine. Der russische Angriffskrieg ist ein Verbrechen. Die Bombardierung ukrainischer Städte und Infrastruktur muss beendet werden. Russische Truppen haben in der Ukraine nichts zu suchen. Und unsere Solidarität gilt den Menschen im Kriegsgebiet und den Millionen auf der Flucht. Die wichtigste Frage ist, wie kann das Sterben gestoppt werden? Und wie kann dieser furchtbare Krieg so schnell wie möglich beendet werden? Nach 2 Jahren sehen wir doch, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen hat eben nicht zu einer Beendigung des Krieges geführt. Wir erleben einen festgefahrenen und zermürbenden Abnutzungskrieg mit immer mehr Toten und immer größerer Zerstörung und mit einer enormen Eskalationsgefahr für den gesamten Kontinent und darüber hinaus. Und ich bin schockiert, mit welcher Leichtfertigkeit einige Abgeordnete nach Taurus und nach immer weitreichenderen Waffen rufen, meine Damen und Herren. Warum diskutieren wir hier eigentlich nie, wie Deutschland sein Versprechen endlich einlösen kann, russischen Deserteuren und Kriegsverweigerern, die Menschen, die sich weigern, für Putin in den Krieg zu ziehen, wieso, wie wir es schaffen, denen Schutz und Asyl zu bieten, so wie Deutschland es eigentlich versprochen hat. Das wäre ein echter Beitrag für den Frieden. Die FDP, habe ich gesehen, plakatiert jetzt für die Europawahl Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Oma Courage. Nur mal zur Erinnerung, in Bertolt Brechts Stück ist die Mutter Courage eine Geschäftsfrau, die mit dem Krieg Geld verdient, die nicht will, dass er endet und alle ihre Kinder im Krieg verliert. Ich lasse mir von euch den Krieg nicht madig machen, sagt Mutter Courage. Frage, was will die FDP uns mit diesem Plakat sagen? Dass Frau Strack-Zimmermann eine Rüstungslobbyistin ist oder was wollen Sie genau damit aussagen? Herr Bundeskanzler, ich bin selten mit Ihnen einer Meinung. Aber bei der Ablehnung von Taurus und die Taurus-Marschflugkörper zu liefern, haben Sie uns als Linke auf Ihrer Seite, im Gegensatz zu vielen Abgeordneten von Grünen und FDP. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt es ab, Raketen zu liefern, die eine Reichweite bis Moskau haben. Aber ich sage auch, Herr Bundeskanzler, bleiben Sie diesmal standhaft. Denn wir erinnern uns. Bei den Leopard-Kampfpanzern, bei anderen Waffensystemen haben Sie auch erst Nein gesagt, um dann doch zu liefern. Wir sagen, eine deutsche Kriegsbeteiligung, die Beteiligung deutscher Soldaten muss verhindert werden. Es geht um nicht weniger als die Gefahr eines neuen Weltkriegs. Und ich sage, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn der französische Präsident Macron über den Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine fabuliert. Das Eintreten für Verhandlungen ist keine Parteinahme für Putin. Auch dieser Krieg wird am Ende am Verhandlungstisch beendet werden. Die Frage ist, wie lange es dauert und wie viele Menschen bis dahin sterben. Wir brauchen eine diplomatische Offensive. Und um es in den Worten von Heribert Brandl zu sagen, es ist immer noch realistischer, Verhandlungsbereitschaft herbeizuverhandeln, als den Frieden herbeizubomben, meine Damen und Herren. Sicherheit in Europa und in der Welt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Sicherheit für Europa und in der Welt erreichen wir nicht durch Kriegstüchtigkeit, durch EU-Atombomben und ein neues Wettrüsten. Langfristige Sicherheit gibt es nur durch dauerhafte Friedenssicherung und den Wiedereinstieg in Abrüstungsverhandlungen. Vielen Dank.